So, das Einzigartige von unseren Sauvignons ist, dass wir 6 verschiedene Sauvignons haben, dass wir diesen Bonus haben, dass wir 6 unterschiedliche Lagen haben, wo wir diese Weine auch wirklich unterschiedlichst ausbauen können, wo wirklich auch Frucht, Terroir und Mineralität zu tragen kommt. Und ja, wir sind da und welchen Wein verkosten wir jetzt als erstes? Was hältst du davon, wenn wir unseren Sauvignon Blanc von der Lage Aubec mal wieder verkosten? Aubec ist natürlich eine ganz besondere Lage, wenn ich zurückdenke. Das ist eine südliche Ausrichtung, südliche Lage, ein leichter, sandiger Oberboden mit einem sehr kalkreichen Untergrundboden und heißt natürlich hohe Reife, hohe physiologische Reife. Die Trauben werden sehr spät geerntet, lange Vegetationszeit mit einer Auslesecharakter vom Reife her und wird im großen Holzfass ausgebaut. Und alleine, wenn man hineinriecht, also man riecht hier schon keine grünen Früchte, sondern wir sind hier eher bei diesen reifen Früchten, rote, gelbe Früchte, Stachelbeer und verstärkt sie auch ein bisschen mit Maracuja. Dann kosten wir mal, oder? Ja, kosten wir mal. Prost. Und im Geschmack eigentlich auch spürt man von diesem Holzeinsatz, vom großen Holzfass, ein bisschen diese geröstete Haselnüsse, würde ich sagen. Mhm. Und auch so ein bisschen Trockenfrüchte, Datteln und Mango, auch im Geschmack. Ja. Und dadurch, dass der Wein so ausgebaut ist, wie er ausgebaut wurde, eben mit biologischem Säureabbau, ist im Export auch mittlerweile sehr anerkannt. Wir verkaufen den Wein jetzt nach Japan, nach Hongkong, in Russland geht er gut, in Amerika gibt es viele Liebhaber für diesen Wein. Das ist sehr vielseitig einsetzbar. Gell? Ja, das ist ein Wein, der einfach, glaube ich, viele Türen öffnet, ja. Auch in die Königshäuser, in den skandinavischen Ländern. Ja. Und es ist ein anderer Wein, nicht? Also hier hat man viel Frucht, viel Struktur, ja. Sehr viel Balance und vor allem sehr viel Potenzial, Lagerpotenzial. Wir sehen es ja immer wieder bei den Vertikalverkostungen, ja. Wenn man dann wirklich parallel runter verkostet, also wenn so ein Wein dann 3 oder 5 Jahre alt wird, dann beginnt es erst so richtig angenehm zu werden, ja. Weil sich das Produkt, die Frucht, sie noch einmal ein bisschen verändert, da geht ein bisschen so mehr auch ein bisschen ins Honig hinein, wird noch cremiger. Aber auch das, was wir jetzt im Glas haben, der 2013er, hat schon tolle Auszeichnungen reingeholt für uns. Gell? Vor ein paar Wochen in London bei der International Wine Challenge, im März, Anfang des Jahres in Tokio, eine Goldmedaille gewonnen. Also man kann ihn sehr wohl jung trinken, aber nach ein paar Jahren geht man wirklich in die Knie für diesen Wein. Gell? Ja, das ist das Schöne bei dem Wein, ja. Dass man als jungen Wein trinken kann, ja. Und dann später natürlich noch mehr. Und für mich ist es überhaupt so ein Übererlebnis, dass ich schon sage, ich brauche sonst nichts dazu, aber wenn ich vor dem Fernseher sitze, ich trinke einen Schluck von dem Wein. Kann man aufs Essen verzichten, oder wie? Und ich genieße das. Ja. Und wenn man was isst, welches Gericht wäre das? Also wenn man was isst, dann glaube ich, bin ich mit dunklem Fleisch aufgrund der Struktur und Kräftigkeit, also dunkles Fleisch, aber auch Fischgerichte, ist es sehr, sehr passend. Wir verkaufen ja noch Asien und somit asiatische Gerichte sehr gut passend. Ja. Ja. Aber auch in New York habe ich den Wein in einem Steakhouse verkaufen können, weil ihm die Oaky Aromen so zugesagt haben, dass der sagt, das geht hervorragend. Ein gereiften Aubec mit einem tollen Steak, perfect match. Skoff Original Sauvignon Aubec geht überall rein. Trinken wir. Ja. Cheers. Cheers. Cheers.